Gottesdienst ist immer eine Mischung aus privatem, meinem Verhältnis zu Gott und Gemeinsamen, das wir gemeinsam feiern. Im Augenblick, aufgrund der Gegebenheiten, ist das mit dem gemeinsamen Feiern immer etwas schwierig. Und manch einer traut sich dann eben nicht, in den Gottesdienst zu kommen. Ich persönlich bedauere das sehr, kann es aber auch verstehen, dass manch einer sich nicht einem Risiko gesundheitlicher Art aussetzen will, das er vielleicht sonst nicht hätte. Wiewohl, ein Mikroorganismus wird man wohl nicht im Letzten ausweichen können, aber wir können natürlich versuchen, das Beste aus dieser Zeit zu machen und dann eben auch vielleicht online miteinander feiern. Wir können einander nicht in der Fülle der Gemeinschaft erleben, aber immerhin Gottes Wort hören. Und dafür freue ich mich, dass wir das können. Wahrscheinlich geht es morgen nicht mit einem Livestream. Ich habe etwas Probleme mit der Kamera. Das ist ja auch mit dem Internet immer sehr schwierig. Und wenn das Internet nicht stark genug ist, dann dringt das Signal eben auch nicht genug vor. Und dann ist das sehr knackelig und knarzig und auch dann wiederum nicht schön. Also feiern wir hier unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus dem für den 20. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagenen Psalm. Das ist ein Ausschnitt aus dem Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn vom ganzen Herzen suchen. Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle, o dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und deine Worte halte. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wer solche Worte findet wie der Psalmbeter, der hat eine eigene Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die darum weiß, dass das, was Gott gibt, ein Geschenk ist. Ein Gebot, sozusagen eine Hilfe für das Leben. Es gibt natürlich auch Gebote, die wir überhaupt nicht einsehen mögen und die aus einem Geist fließen, der überhaupt nicht uns zugewandt ist, sondern der uns entweder manipulativ missbraucht oder der einfach in einer Willkürlichkeit über unser Leben bestimmt. So wird Gott in der Bibel nicht wahrgenommen. Insofern sind die Gebote Gaben zum Leben und nicht Aufgabe zu erfüllen. Das ist ja wie in einer guten Beziehung bei Eltern. Wenn Eltern aus dem vollen Herzen mich lieben, werden sie mir Weisung geben für meinen Weg, dass ja, ich keinen Schaden nehme, weil für sie gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich auf dem Wege Schaden nehme und sie das nicht verhindert hätten, wenn sie es hätten verhindern können. So ist das auch mit Gott. Wenn Gott gibt, dann ist es zu unserem Besten. Wir können Gott aber auch ganz anders sehen. Wir können auch seine Gaben als, ja, als Last und Bürde sehen, als etwas, was unserem Leben gar nicht weiterhilft. Wir können uns gegen ihn abgrenzen. Und diese ganzen Möglichkeiten, die findet man in der Bibel auch. Man findet in der Bibel Kinder Gottes, die meinen, seinen Willen dadurch zu erfüllen, dass sie die Gebote halten. Und man findet in Jesu Kinder Gottes, die wissen darum, dass die Gebote nicht für Gott da sind, sondern für sie, zur Entfaltung ihres Lebens, zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Keine Frage, die Kirche hat es oftmals eher mit dem anderen, dass sie dogmatische Vorschriften macht, wie man zu leben hätte, ob man das kapieren mag oder nicht, was man glauben darf und was man nicht glauben darf, um das denn hinterher inquisitorisch einzuklagen. Eine furchtbare Geschichte, die den Willen Jesu verdunkelt hat. Und manchmal begegnet uns das heute noch, wenn unter der Drohung eines furchtbaren Gerichtes, einer furchtbaren Strafe letztlich versucht wird, den Glauben in die Menschen hineinzuhämmern.
Das klappt nicht mehr heutzutage und das ist gut so, wiewohl vieles heutzutage nicht gut ist. Und wenn wir mal unsere Beziehungen untereinander, die Beziehungen in unserer Gesellschaft auch daraufhin abklopfen, dann kommen wir immer wieder auf diese Muster. Kommt es uns zugute? Ist es gut? Nützt es uns? Hat es uns insgesamt im Blick oder ist es nur ängstlich verstellt etwas, was ganz andere Absichten oder vielleicht eine ganz andere Motivation hat? All das kommt zustande. Vor Gott sind wir beschenkt. Und deshalb rufen wir dich an, Gott, du pass auf uns auf, dass wir in deinen Geboten einen Weg zum Leben finden, einen Weg zueinander, einen Weg in die Freiheit hinein. Große Angebote für unser Leben. Nichts, was uns drückend auferlegt ist, sondern was uns nützen soll. So rufen wir dich an. Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarm dich über uns. So hat sich Gott über uns erbarmt, hat uns Jesus Christus geschickt, ist selbst zu uns gekommen, um unseren Weg mit uns zu gehen als Freund. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Darum Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei Herr und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, drum ist groß Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende. Und vielleicht hört ihr diesen Ruf, der Herr sei mit euch. Lass uns beten. Guter Gott, du eröffnest uns Raum zum Leben. Raum, den wir raumgreifend ergreifen dürfen. Wir müssen uns nicht einengen, nicht ängstlich sein. Wir dürfen tun, was auch immer du uns gibst, zum Guten für unsere Gemeinschaft, für unsere Nächsten und auch für uns. Das eine darf nie ohne das andere sein. Ich und die anderen gehört immer zusammen. Dazu gehört es, dass ich die anderen wahrnehme, in ihrer Bedürftigkeit, aber auch in ihrer Angst. Und sie herausrufe durch dein gutes Wort, das du in Jesus Christus gesprochen hast, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören die Worte des Evangeliums für den heutigen Sonntag, den 20. Sonntag nach Trinitatis. Das Evangelium steht bei Markus im 10. Kapitel. Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Der aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen, unser Gott. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Selig, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, jetzt ist es ja die Sache. Wir können ja eigentlich gemeinsam singen. Vielleicht mögen Sie selbst ein Lied anstimmen, was Ihnen ganz gemäß ist. Vielleicht mögen Sie mit mir frei ein Lied nun singen, was uns ja vielleicht auswendig so auf den Lippen liegt. Vielleicht, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Meistens kriegen wir ja eine Strophe hin, aber eine Strophe ist schon mehr als keine Strophe. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich bin ja nun Einzelkind. Insofern weiß ich viele Sachen aus einem Leben mit Geschwistern nicht. Ich erlebe das nur schon mal. Und manchmal ist das ja sehr unterschiedlich, wie Geschwister so ausfallen. Die einen grenzen sich ganz stark von den Eltern ab und die einen sind quasi bis zur Hörigkeit mit ihnen verbunden. Beides kommt mir manchmal etwas pathologisch vor. In dieser extremen Ausformung hat man das zwar selten, aber so ein wenig davon haben wir alle. Menschen, die ganz eng mit ihren Eltern verbunden sind und Menschen, die das nicht sind. Das liegt auch ein wenig daran, wie unsere Eltern mit uns umgehen. Ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie diese zweierlei Typen in einer Familie vorkommen, sondern ich typisiere das Ganze mal ganz allgemein. Da ist einmal die Elternschaft, die einfach nur froh sind, dass sie uns haben, die sich freuen, dass sie eine Familie haben und die alles dafür geben würden, ja, dass es uns gut geht. Alles, was sie tun, steht nur im Sinne der Familie und alles, was sie tun, ist aus freiem, großen Herzen gegeben. Und dann gibt es die anderen, die na, ein bisschen anders drauf sind, die sagen, wenn ich schon diese Kinder in die Welt setze, dann sind sie mir ein wenig dankschuldig für das, was ich ihnen gebe, allein schon dafür, dass sie da sind. Ich möchte als Mutter, ich möchte als Vater immer gewürdigt werden und ich möchte diesen Dank auch spüren. Beide Typen haben ja eine gewisse Berechtigung, das kann man sehen, wie man will, aber beide Typen fordern auch eine gewisse Reaktion heraus. Bei Typ 1 ist es die Reaktion des Empfangenen. Manchmal ist das auch zu leicht, indem man sagt, ja, die machen das ja sowieso alles für mich, kann tun, was ich will, scheißegal. Entschuldigung für das Wort, aber ihr kennt mich ja. Und beim Zweiten könnte man da sagen, okay, das ist jetzt was ganz Besonderes, was ich habe, ich freue mich dran, es ist wunderbar und ich bin da auch ein Stück weit dankschuldig. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass in Fall 2 das so ist, dass man, ja, dass das übertrieben wird mit diesem Dankschuldigsein, dass das, was die Eltern ihren Kindern geben, immer mit einer Forderung verbunden ist. Dass es keine freie Gabe mehr ist, sondern dass immer eine Gegenleistung erwartet wird. Ich kenne also mal Menschen, die immer ihre Geschenke aufschreiben, so nach dem Motto, dass man A, dass natürlich nicht vergisst, dass jemand was geschenkt hat, aber B, dass die Gegenleistung entsprechend ist, dass das ausgewogen ist. Das ist ein Deal miteinander, hat aber unbedingt mit Liebe jetzt nicht so viel zu tun. Und im zweiten Fall kann es denn auch ganz leicht passieren, dass es dann zu einer Reaktion kommt, dass die Dinge, die die Eltern schenken, eher als ja, Belastung gesehen werden, als Belastung im Verhältnis zu den Eltern, dass man immer wieder darauf geworfen ist, quasi Dank zu sagen für das, was da geschenkt wird. Das kann ganz schwierig sein, aber so prägt sich auch manchmal die Beziehung zu Gott aus. Und das sehen wir in der nächsten Geschichte, die uns heute als Predigttext aufgegeben wird. Die steht ebenfalls bei Markus im 2. Kapitel in den Versen 23 bis 28.
Es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, da er Mangel hatte und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit des hohen Priesters Abiatar und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und der nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Hier haben wir wieder diese Ausprägung. Der eine, der Pharisäer, würde natürlich ebenso wenig wie Jesus in Abrede stellen, dass Gott ein guter Vater ist. Aber er hat ein anderes Vaterbild, als Jesus es hat. Er hat Vaterbild 2 sozusagen. Der sagt, wenn Gott uns diesen Sabbat gibt, dann haben wir den zu halten. Dann gibt es kein Wenn und Aber, es ist eine Autorität, die autoritär auch bestimmt, was ich da tun kann, was ich nicht tun kann. Dieses Vaterbild ist zwanghaft. Dieses Vaterbild ist nicht freiheitsstiftend, sondern es gibt einen klaren Weg, klare Orientierung, das brauchen viele Leute auch, gar keine Frage. Aber es gibt auch kein Links und kein Rechts mehr. Es gibt kein Interpretieren, sondern nur noch Akzeptieren. Was der Herr gesagt hat, das hat er gesagt. Nun Jesus, auch er sagt, Gott ist ein liebender Vater. Aber er sagt, ich packe dieses Sabbatgebot als Gabe. Als nicht als Gebieten, sondern als Geben. Und diese Gabe ist dafür da, dass ich mich als Mensch im Sabbat wiederfinde, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich regeneriere, dass ich in einem guten Verhältnis zum Leben bin und nicht nur arbeite, arbeite, arbeite und plötzlich bin ich tot, sondern dass ich weiß, wofür ich da bin, dass ich meine Beziehung zu Gott und zu den Menschen pflege. Und dazu gehören eben keine drastischen Gebote, dazu gehört eben auch in einer gewissen Freiheit diesen Sabbat leben zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig für unsere Beziehung zu Gott, für unsere Beziehung zu dem, ja, was unser Leben überhaupt ausmacht. Ist es eine zwanghafte Beziehung oder ist es eine Beziehung, die uns Raum öffnet, die uns Raum gibt zum Leben, die uns zeigt, du bist als Kind frei zu tun. Keine Frage, wenn der Mensch nicht um des Sabbats willen geschaffen ist, aber der Sabbat um des Menschen willen, heißt das nicht, dass der Sabbat außer Kraft gesetzt wird, sondern nach dem Motto, kannst auch durcharbeiten. Darum geht es nicht. Der Sabbat als Gebot ist Gabe, aber auch, um sie einzuhalten. Und zwar zum Besten des Menschen. Wenn wir sie nämlich nicht einhalten, dann ist der Mensch meistens unter ferner Liefen. Denn ordnet er sich einer Sache unter, die immer durchläuft, die permanent ist, die Sache seines Erwerbs, die Sache, etwas aus sich zu machen, die Sache zu arbeiten, die Sache zu tun und zu lassen. Der Sabbat ist ein Gebot so fest, damit wir frei werden. Damit wir frei werden aus den Zwängen unseres Alltags. Damit wir nicht funktionieren, sondern dass wir selbst derjenige sind, um den es geht und nicht um irgendeine Sache. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier fein zu unterscheiden. Jesus schafft nicht den Sabbat ab. Im Gegenteil, er setzt ihn in seiner menschlichen Qualität in Kraft. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn man sagt, ja, Sabbat, no, kann man machen, wie man will. Und wie anfällig wir dafür sind, das weiß ich ganz genau. Ich bin sehr oft geneigt, das Sabbatgebot nicht zu ernst zu nehmen. Und das liegt natürlich auch in der Logik meines Berufes und das ist ganz verkehrt. Weil jeder Tag wird gleich. Jeder Tag wird gleich vor mich. Schade damit nicht Gott, schade damit mir selbst. Und das ist es, worum es geht. Die Pharisäer meinen, es schadet Gott, wenn ich etwas tue, wenn ich ihn nicht an ihn halte. Ich gebe ihm nicht die richtige Ehrfurcht. Und Jesus sagt, es schadest dir selbst und damit schadest du letztendlich Gott, wenn du es nicht um deiner selbst und des Menschen willen machst, sondern wenn du es um der Gebote willen machst. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die aber nicht das Sabbatgebot als solches kippen soll. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
erleuchte und bewege uns. Erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns. Lass uns beten. Guter Gott, dein ganzes Tun und Lassen ist auf uns gerichtet, auf uns und unsere Beziehung zu dir. Diese Beziehung ist aber keine zwischen einem Gesetzgeber und einem Knecht, sondern zwischen einem Kind und einem guten Vater. Zwischen einem liebenden Vater und einem Kind, das aus seiner Liebe heraus leben darf. Und darum bitten wir dich, lass uns diese Liebe weitergehen, auch in den Diskussionen dieser Zeit. Dass wir unseren Standpunkt vertreten und vor allem deinen Standpunkt vertreten, der uns nicht in die Enge und die Angst führt, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes. Lass uns aber auch verstehen, wenn Menschen Angst haben und sie nicht brüsk überfahren in dem, was sie sind, ob sie nun diese Corona-Krise ablehnen oder ob sie ganz und gar in dieser Corona-Krise befangen sind. Beide sind deine Kinder und das sollten wir in der schlimmen Diskussion dieser Zeit niemals vergessen. Und beiden gilt aber auch deine Verheißung über den Tod hinaus, dass wir uns nicht fürchten müssen vor dem, was kommt, sondern dass wir als deine Kinder immer geborgen sind in deiner Hand. So bitten wir dich um die, die leiden, die ihre Existenz verlieren, die sich um ihre Existenz fürchten, die schon nicht mehr ein- und auswissen. Wir bitten dich für sie, dass wir sie nicht aus den Augen verlieren und auch unser Wort für sie einsetzen und nicht nur dann, wenn wir selbst es geschafft haben, froh darüber sind und die anderen vergessen. Wenn ein Teil am Körper leidet, so leidet der ganze Körper mit. Und so ist es auch, wenn Menschen unter uns in Leid fallen. Sei es nun Leid aufgrund einer Krankheit oder Leid aufgrund einer vielleicht überzogenen Reaktion auf dieses ganze Geschehen. Sei du da, Gott, uns in unserem Dasein zu begleiten, uns zu trösten, uns zu öffnen für den Raum der Freiheit, den du uns gibst. Wir gehen hinein in einen Moment der Stille und wenden uns an dich als den liebenden Vater, der sich für uns verströmt, der für uns Mensch wird, der für uns stirbt, damit wir in die Fülle deines Lebens gehen können. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Herr, segne uns. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. So segne du uns, Gott. Segne uns auf unserem Wege, die wir gehen. Segne uns in denen, die uns begegnen. Lass uns selbst zum Segen werden. Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns allen seinen Frieden. So segne uns unser Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Am nächsten Samstag werden wir den Reformationsgottesdienst feiern in Biesfeld. Dann am Sonntag wieder Regulärgottesdienst, allerdings diesmal den Allerheiligen-Gottesdienst, der ja für uns Evangelische auch eine besondere Bedeutung hat, weil am Abend vor Allerheiligen hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht. Allerheiligen, da kann man drüber nachdenken, was ist das denn? Was sind wir denn für Heilige? Was hat es denn mit dem Heiligsein dieser Kirche auf sich? Was waren die Jünger? Wir versuchen das in einem Gottesdienst miteinander zu bedenken und dazu eine herzliche Einladung, schon jetzt online. Online wird das wahrscheinlich etwas trockener werden als das, was wir am Sonntag machen. Aber seien Sie getrost, alles wird so sein, wie wir es brauchen. Alles ist in Gottes Hand und alles ist an seiner Liebe gelegen. Machen Sie es gut und ich hoffe, dass Gottes Segen Sie durch diese Woche begleitet, durch diesen Sonntag und dass wir uns gesund wiedersehen. Gottes Segen.